Errungenschaft? Mir geht's nicht so gut. Alles klar. Einen halben Tag später. Einen halben Jill. Tag? Wie lange ist denn der? Der ist 12 Stunden unterwegs gewesen? Hey, sag doch was. Verdammt. Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treff dich da. Ich hab nur ein bisschen schummerlich dann gemacht. Halt nur durch, Supercop. Das wird schon. Ich hab hier so eine stimmungsvolle Beleuchtung. Nee, das ist nicht. Ich hol dir diesen Impfstoff. Alles klar. Du wirst schon. Okay, ich hab noch das gleiche Inventar wie vorhin. Und zwar mal rotes Kraut. Yay. Blend. Gut, okay. Einmal Spaß. Oh, was ist das? Ah ja, im Krankenhaus liegt nichts rum. Gewehrmunition. Tyrell, wo ist Barth jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Ja, in jedem guten Krankenhaus liegen Patronen rum. Habe ich eine Karte von dem Gebiet? Nee. Ja, also Resident Evil ist mittlerweile ein Universum für sich. Das kann man nicht anders sagen. Und wenn man nicht aus den 90ern oder Ende der 90er stammt, sag ich mal, dann die ganzen Originalteile nicht wirklich kennt, dann ist es echt schwer, das alles zu kapieren und zu begreifen. Weil die Originalteile sind auch noch so ein bisschen mehr auf Story, dass man durch Lesen ziemlich viel Hintergrundgeschichte erfährt. Ich hab keine Zeit dafür! Ja, dann nicht, dann. Oh, ja. Außer man schießt vorbei. Oh, was ist denn hier für ein Frame einfach? Oh, ne, weißt du was? Bleib liegen. Und ihr auch. Falls noch einer. Der ist noch, siehst du, der lebt. Also relativ jetzt gesehen. Ah. Wie die durch Messerangriffe einfach nicht gut sterben. Das ist unfassbar. Und nochmal, jawoll. Noch ein. Noch ein. Ist aber mal gut. Ach, nun ist gut. Hier ist ein bisschen ruckelig drin irgendwie. Also gefühlt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ruckelig vorkommt. So Mini-Lags drin. Scheint die Beleuchtung zu sein. Oder so. Keine Ahnung. Das ist keine Lex, okay. Ich hab keinen Dietrich. Wieso verändert sich hier die Musik? Egal. Ja, so Mini-Ruckeln. Nicht so doll, aber doch merkbar irgendwie, finde ich gerade.
Ist das schlimm? Frame-Einbrüche habe ich nicht. Warum? Keine Ahnung, warum das dann so ist. Er kommt. Muss ich. Muss ich auf ihn schießen? Nee, das wäre doof. Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Barth. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Rück mir den Doktor raus. Ich brauche das Gegenmittel. Das ist ein Rekord. Pflegetagebuch. Menschen, für Krankheit, da, Besserung, so, Heilmethode, ist mir egal. Hätte bestimmt erstmal untersuchen, ne? Play drücken oder so? Nicht? Ne. Ne? Muss ich bestimmt hier ja. Kann ich noch nicht. Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten! Öffnen Sie die Tür! Sorry, wollte nicht unterbrechen, aber ich brauche Heilmittel. Stimmmuster? Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Lebt er doch noch. Wahnsinn. Wie viel hier plötzlich noch leben? Viel entspannter? Was denn? Da muss eine Chipkarte rein, die ich auch noch nicht habe. Okay, Stimmmuster, Chipkarte. So viele Sachen. Gruselig. Platz im Kopf, also mir egal. Aber das bedeutet, hier lässt ja irgendwas fallen. Das ist ungesund. Die schmeißen mit Leichen nach mir. Das bedeutet, hier ist entweder ein Licker irgendwo. Eine Sache haben sie rausgenommen. Resident Evil 2 konnte die Gliedmaßen abtrennen. Das geht jetzt hier nicht mehr. Egal, wie lange man drauf einprügelt. Aber das Messer geht auch nicht kaputt, also von daher. Okay. Das ist doch Kunst. ja, ich kann es nicht gerade nicht so gut ändern. Scheiße.
Ich habe nämlich keine Tastatur dran gerade. Warum muss ich das mal starten hier? Sind die. Da kann ich auch gleich. So. Dann passt es. Wieder stoppen hier. So, dann also erstmal ein Aktenraum. Gut, das ist ein Aktenraum, das ist ein Speicherraum, das ist gut. Speicherräume sind meine Lieblingsräume. Nekrose an Extremitäten, Fieber, Delirium, Anzeichen von Hyperpagie, was immer das ist, möglicherweise eine Infektion. Ach was. Antiseptika, Forschung, mal nachfragen. Dr. Jung wurde gebissen, ja, der Doktor wurde gebissen, damit fing es an. Herzlich willkommen im Pandemie-Zeitalter. Ne, speichern wollte ich nicht, wollte erstmal eine Kiste legen. Und zwar machen wir das erste Hilfe, ein erste Hilfespray mal weg. Ach, ja, ein Spray weg. So, und dann in den Belegschaftsraum. Ein Licker. Okay. Fleischspuren, es bedeutet lecker. Oder ich nehme schon mal. Die schon mal in die Hand. Wir haben versucht, ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht. Es gibt keine Ahnung, schon schneller als wir erreichen. Helikopter, das sind dann schon die späteren Stunden. Okay. Ich habe keinen Dietrich. Ich lasse euch mal schlafen. Ne? Ihr seid bestimmt alle zerfleischt worden und ihr wollt gar nicht mehr aufstehen. Memo von Verwandlung. Bring uns zwar die Karte. Alles klar. Er kommt hier noch nicht? Muss er irgendwo mal kommen? Wahrscheinlich, wenn ich einen Schlüssel habe. So, wo bin ich hier jetzt? Schwesternstation und Krankenzimmer. Schwesterzahnstation geht es da hinten auch in die Wäschekammer. Und die Tür wackelt gerade aus dem Krankenzimmer. Alles klar.
Das Lecken meine ich. Da leckt doch was. Aber warum? FPS stimmen? Warum leckt das? Nachlade lecken? Oder was soll das sein? Gut langsam hier, ne? Das ist immer die reine Munitionsverschwendung bei euch, ja. So, habe ich noch keinen Code für. ID-Karte. Hm. Ja, ich meine, das hast du ja gesehen, ne? das war kein Game-Lag, sondern als ob mein Bildschirm der Meinung war, ich musste irgend noch was Neues machen. Ja, 3 ist schon raus, ja, seit Donnerstag. Moin, Dennis, übrigens. Den hab ich gar nicht gesehen. Siehst du noch relativ fit aus. Okay. Eine Handgranate. Natürlich, hat man im Behandlungszimmer hat man immer eine Handgranate liegen. Das ist wichtig. Ich jetzt nur wegen der Handgranate hier rein oder was? Hier liegt noch ungefähr. Hier ist im Krankenzimmer echt nichts außer die Handgranate und ein Dings. Sicher nicht gelohnt. Aber dafür sollte hier noch irgendwas sein. Achso, der Safe. Safe ist hier jetzt noch. Hm. Hat sich jetzt nicht besonders gelohnt. Muss ich jetzt also Wäschekammer. Oh, das wollte ich zwar nicht, aber jetzt dafür bin ich jetzt im Innenhof. Und da liegt ein Schlüssel. Und jetzt kriege ich bestimmt Leckerbesuch. Bestimmt. Ah, jetzt kann ich hier aufschließen. Dann komme ich durch. Alles klar. Uff. Vielen Dank für die Szene. Yeah. Pass auf hinter dir, Kappa. Was? Vielen, vielen Dank. Da habe ich mich jetzt tatsächlich vor der Dono mehr erschrocken als vom Game. Wobei vom Game bezweifle, dass ich mich erschrecke, aber viel erschrecke, doll erschrecke. Ein, zwei Momente gab es schon, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich gehe erstmal dahin. So, dann packe ich dich dahin und dich behalte ich für den Moment der mal eben Schnellheilung. So, jetzt komme ich mit dem Schlüssel doch hier rein. Weil ich ahne ja schon, was gleich passiert.
Und nochmal vielen Dank für den Flug. Oh yeah. Hat es geklappt. LOL. Ja, hat es. Danke. okay, jetzt. Nope. Eine Blendgranate. Er wacht nicht mehr auf, oh Mann. Krankenhaus-ID-Karte. Sehr gut. Ich hab jetzt gedacht, er wacht auf oder greift mich an. Okay. Alles klar. Willkommen im Lurk-Modus. Oh, ja, da ist er. Ach doch, da ist er. Ah, ganz andere. Die Hunter. Ich glaube, das sollen die Hunter sein. Scheiße, Hauptsache nicht so viele davon. Entweder ist das ein... Ich weiß nicht, nicht ganz genau. Die gab es auch im normalen Totenteil. Ich glaube, das ist ein Hunter. Die gab es auch schon in Resident Evil 1. Das sind eigentlich mutierte Frösche. Doof gesagt. Den Schlüssel kann ich wegschmeißen, das ist gut. ID-Karte. So, wo komme ich jetzt überall rein? Da ist der Safe. Nee, das war. Achso, nee, das war nur der Brüche. Mutierte Frösche oder mutierte Eidechsen oder irgendwie sowas war das. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, nicht hier lang. Kammer. Danke. Oh, hier konnte ich ja. Ja, hier war das Safe. Aber hier konnte ich auch durch und den langen Weg nehmen. Jetzt teste ich mal. Ah, Wäschekammer kann ich nicht durch von hier aus. Weil hier Abzug ist. Muss ich den langen Weg nehmen. Alles klar. Und ich höre schon, da drin ist Party. Nee, das ist hier. Moment. Muss ich hier von. Achso, doch, mit der Karte da hinten durch. Ja, ich stehe. Ich, nee, wenn einer einmal tot ist, dann ist er tot. Das ist klar. In der Schwesternstation sind zwei Stück davon. Uff, para. Da muss ich gleich rein, ne? Hm, kommst du mir hinterher? Ja, kommt sie. Dietrich.
Heilzeug habe ich auf jeden Fall ein bisschen was. Hauptsache, die bleiben liegen. Die blöden Spinner. Das mache ich hier erstmal auf. Nochmal frisch, ja. Und ich muss da jetzt rein, ne? Ich muss da jetzt rein. Ich muss in dieses blöde Behandlungszimmer anscheinend rein. Hallo? Na? Okay. Ach doch, scheiße. Huch. Er kann ja doch da durch. Früher konnten die da nie durch. Hier geht ab. Also so gegen die kämpfen hätte ich auf Dauer keinen Bock. Hier ist die Audiokassette, die ich hiermit kombinieren muss. Wahnsinn. Dafür den ganzen Trubel. Und ich krieg nichts wieder hier. Keine Schränke offen, wo ich was wieder kriege an Munition und so. Oh. Der ist ja komplett auf Crack. Ja, nee, ich glaube nicht nur auf Crack, der ist auch noch irgendwas anderes. Langsam wird die Munition knapp, das ist so ein bisschen bescheuert. Könnte ich die noch zuweisen mit der Zugriff. Tschüss. Ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt die ID-Karte. Musste ich aber oben noch irgendwas machen? Weiß ich gerade nicht mehr. Nee, ich muss ja sowieso noch unten. So oder so muss ich nach unten. Wo kommen die denn die ganze Zeit? Ja, das ist ja ausgebrochen. Und dann keiner, also hat ja irgendwas dagegen gehabt. Da sind mittlerweile ein paar mehr drin. Die trägt sich ja aus. Oh, das ist schon eine gute Idee, hier hinzulaufen. Verlorene Gegenstände. Ach, der Safe in der Schwesternstation. Hier ist die Kombination. 6, 9 im Uhrzeigersinn, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Wahnsinnig gute Kombi. Oh, Handkraft. Nehme ich. War das hier nicht sogar der Tisch, wo Nemesis vorbereitet worden ist? Bin mir jetzt gerade nicht gerade sicher. Nee. Möglich wär's. Seid ihr schon da? Ja, seid ihr. Hallo. Oh, mal nach. Ruckel, ruckel, ruckel.
Laufe ich jetzt noch nach oben? Laufe ich noch nach oben wegen dem Safe? Und im OP-Saal habe ich angeblich auch noch irgendwas nicht mitgenommen. Hier auch noch nicht. Achso, die sind da durchgebrannt. Da ist bestimmt noch was Tolles drin. Zugriff. Ja. Safe holen. Safe holen. Oh, hallo. Ich habe keinen Dietrich. Aber ich habe hier angeblich was drin verloren. Ja, vergessen. Was soll ich denn hier noch vergessen haben? Ist nichts, hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ja, ach, ein Kraut. Naja, Kraut ist ein Kraut, ne? Kraut ist Kraut und Flux für den Magen versaut. Das hier ist auch ein Dingsschloss. Aber in dieser Passage soll ich auch noch irgendwas vergessen haben? Ist noch nichts. Ich bin angeblich immer noch unten, okay. Da war das Surf, ne? Der Tresor. Geradeaus. Habe ich ihn schon erwischt? Ich hoffe. Ja. So, weh, da kommt noch einer. Ich habe nur noch eine Blendgranate. Ich will nicht die nichts dafür verschwenden. 9 mit dem Uhrzeigersinn. Also. Worum? 9. Und dann zur 6, richtig? Nein. 3 war es, okay. Schnellwechselmagazin? Doppelmagazin-Schrot. Okay. Also Aufrüstung. Alles klar, 64 Schuss. Warum? Man weiß es nicht, was für ein Sinn dahinter ist, dass man einfach nur, weil man Doppelmagazin hat. Und falls jetzt noch ein Frosch kommt, leg mich am Arsch, ich sprinte durch. Kein Dietrich habe, das nervt mich so ein bisschen. Warum? Weiß ich allerdings nicht. Ne, der ist, dieser Dude hier ist von der UBNC, ne, wie heißen sie denn noch? Also von Umbrella selber. Das ist quasi ein Söldnertrupp, der von Umbrella zu Umbrella gehört. Da sieht man es auch, dieser wunderschöne Umbrella-Aufkleber an der Brust. Im Grundsätzlichen sollen die eigentlich Befehle von Umbrella befolgen. Hintergrundgeschichte ist allerdings, dass die Armee von Umbrella eigentlich nur in dem Gebiet hier ist, weil sie angeblich Zivilisten evakuieren sollen, was aber nicht stimmt. Umbrella hat eigentlich den Hintergrund, die Hintergrundgeschichte, dass getestet werden soll, wie gut sich eine Armee gegen diese Zombies verteidigen kann. Als Biowaffe. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin. Das ist ja freundlich.
Da ist Bart. Und Jill Valentine ist, die gehört zu Stars. Und die ist auch ausgezeichnet von der Armee und so und ist dann zum Polizeistars gegangen. Er ist bestimmt ein Zombie, oder? Bart. Ja, mit Sicherheit. Kopfschuss. Tyrell, Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Paketanladung, ja. Achso, die kann ich jetzt wegschmeißen. Na gut. E-Mail von Nathiel Pratt. Direkt, ein Virus, ein ganzes Land verschlängt, der Tode werden auf Fluch und Kapital von Alex Wasser immer gut erbaut. Ich möchte einen Ausflug anbieten. Haben wir einen Besitz? Eine Dosis des Impfstoffs gegen den Virus, der Heilige Gral. Von mir eine. Es ist für dich. Oder so ein Brotherfind davon bekommt. Ja. Der UBCS, so heißen sie. Rettungsteam. UBCS ist das eigentlich. Aber wie gesagt, das ist eigentlich verkehrt, dass sie auf Rettungsmission sind. Nathaniel Bart, 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Alles komisch, ja, das stimmt. Wenn man sich die gesamte Geschichte von Umbrella oder beispielsweise von all dem. Resident Evil und vertraute mir trotzdem. Von Resident Evil generell so durchguckt, da ist schon gewaltig viel Wissen drinne. Ist der Impfstoff hier? Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen gerade. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, man muss ja echt viele Teile gespielt haben. Damit man überhaupt die gesamte Geschichte okay, so mitkriegt. Halte durch. Weil in jedem Teil teilweise auch Ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Weil teilweise auch in... Ich sprinte einfach durch. Daneben. Du wirst schon wieder, Jill.